Der Fasching beginnt. Am Stephansplatz wird am 11.11. um 11.11 Uhr in die sogenannte fünfte Jahreszeit hineingetanzt und damit auch die Ballsaison eröffnet. Wie jedes Jahr findet die traditionelle Quadrille der Wiener Tanzschulen am Graben statt. Mittanzen können alle. Ich war immer auf Bällen in Wien, ich bin aus Wien und das muss ich dabei sein, auch wenn man schon älter ist. Es macht Riesenspaß. Bin mit Freundinnen da und wir genießen die Stimmung. Na super, das ist ein Muss ist das, ein Muss, da musst du einfach dabei sein. Das ist einfach lustig, so kann man den Fasching richtig anfangen. Na, ich bin das erste Mal da und es ist ziemlich lustig und ich käme überhaupt nicht aus, was die sagen. Mir gefällt es sehr gut, ja, super. Ich wollte schon lange mal zu seinem Quadrilltanzen am 11.11. um 11.11 Uhr gehen und ja, war sehr lustig. Gefällt uns das ganze Ambiente da und das Tanzen, gefällt mir sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Wir sind das zweite Mal da, aber trotzdem können wir nicht tanzen. Ich bin zum ersten Mal hier, ich wollte es mir mal anschauen und ja, es ist doch sehenswert, ja. Aber das Motto ist heute nicht nur alles Walzer. Ein paar Meter weiter spielt Volksmusik. Hier wird geschuhplattlert. Anlass ist der kommende Steirerball im Jänner 2025. Aber was ist denn besser, Walzer tanzen oder Schuhplattlern? Natürlich Schuhplatteln, habe ich beim Maturaball schon erledigt. Als Steirerin ist natürlich anders, aber es ist die Polonaise genauso schön. Beides. Beides. Macht beides Spaß. Beides. Die Ballsaison geht noch bis 4. März 2025. Dabei werden mehr als 450 Bälle in Wien veranstaltet. Getanzt wird also weiterhin viel, sei es Walzer oder Schuhplattlern. Um den Stephansdom herum hat jedenfalls beides Platz.